In Maintal wurden aufgrund der Coronavirus-Krise das Rathaus, das Maintalbad, Büchereien, städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie das MWG-Zentrum für den Publikumsverkehr geschlossen. In den Kitas in Maintal und in den Schulen gibt es nur noch eine Notfallbetreuung. Soziale Kontakte werden auf das Nötigste reduziert, um die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Wie sich die Lage weiterentwickelt und ob zusätzliche Maßnahmen notwendig werden, lässt sich derzeit noch nicht abschätzen. Dass jeder Bürger seinen Beitrag in diesen schwierigen Zeiten leisten kann, soll unsere kleine Reihe Maintal hilft in der Corona-Krise zeigen. Nachahmung in anderen Städten und Gemeinden ist erwünscht. Sehr engagierte Bürger findet man in der Postfiliale in Bischofsheim. Also erstmal grundsätzlich sage ich, dass wir abends nach Feierabend alles, was wir hier im Sortiment haben, nach Hause bringen. Überwiegend geht es um die Pakete, dass die Leute nicht hierher kommen müssen und sich eventuell anstecken. Warum zeigt Janette so ein Engagement? Dass überwiegend ältere und hilfsbedürftige Menschen jetzt zu Hause bleiben. Ist alles kostenlos übrigens, ne? Also es kostet keinen Pfennig, das ist selbstverständlich. Ja, also ich freue mich über jeden, der herkommt, aber ich appelliere auch gerade an die Jungen und an die Eltern mit Kindern, bleibt einfach mal zu Hause, nutzt es für andere Sachen, bleibt alle gesund, dass wir das alles gemeinsam überstehen. Ja, ich hoffe und appelliere an alle, auch an die Jungen, es weiterzugeben, weil Ältere haben ja jetzt nicht unbedingt immer im Internet zu Hause. Man kann es anrufen, ich habe die Nummer im Internet freigegeben, 06109 608 1486.